So, mein Mann, der YouTuber Julian Bam hat soeben ein Musikvideo mit dem Titel Der Osterhase veröffentlicht. Er hatte gestern ein Video mit dem Titel Ansage erstellt, in welchem er dieses Musikvideo quasi angeteased hatte. Ich möchte mich mit der musikalischen Bewertung zurückhalten, weil es einfach Leute gibt, die es viel besser können als ich, aber ich möchte das YouTube-technisch einordnen. Natürlich, der Titel Osterhase sagt schon alles aus, wir befinden uns gerade in der Osterzeit. Viele Zuschauer hatten von Julian Bam eine Parodie von Babawagen erwartet. Eine Parodie von Babawagen ist es tatsächlich nicht geworden. Und ob der gezeigte Wagen in dem Video einen Bezug zu Babawagen hat, das lässt Julian Bam offen. Hier wurde vielmehr der Osterhase in Form von Julian Bam als Hip-Hopper dargestellt und erfüllt einen von Julian Bam geschaffenen eigenstehenden Charakter. In der Videobeschreibung schreibt Julian Bam selber: Nehmt den Text nicht zu ernst, es handelt sich um Satire und wir möchten damit niemanden beleidigen. Etwas Beleidigendes konnte ich jetzt in dem Video nicht raushören, es hat eher was davon, dass Julian Bam gerne ein paar Ostergrüße loswerden möchte. Also es ist durchweg ein sympathisches Video. Und über das Video selbst, also über die Schnitttechnik, über die unterschiedlichen Szenen, über den visuellen Effekt, ich glaube, da braucht man bei Julian Bam gar nicht viele Worte verlieren. Weil das allgemein bekannt ist, dass Julian Bam durchaus imstande ist, sehr qualitativ hochwertige Videos zu produzieren. Wir hatten in der Vergangenheit sehr viele negative Nachrichten und ich finde, es ist auch mal an der Zeit, mal wieder etwas Positives loszuwerden. Und hier, glaube ich, bietet sich das aktuelle Musikvideo von Julian Bam als eine positive Berichterstattung von YouTube Deutschland an. Und wir kommen zum nächsten Thema. Der YouTuber Mr. Trashback hat ein Video hochgeladen mit dem Titel Mr. Trashback ein Arschkriecher? Fragezeichen, what's up Feedback? Mr. Trashback sagt in seinem Video, dass dieses Thema einfach nicht mehr aufhören möchte. Und das würde ihm inzwischen auch ziemlich auf die Nerven gehen. Mr. Trashback sagt, dass er davon ausgeht, dass das, was er sagt, komplett falsch aufgegriffen wird. Trashback hatte in seinem Video über Leon Mascher auch Worte über Leon Mascher verloren, nämlich er hat ihn dafür gelobt, dass Leon Mascher sich entschuldigt hatte. Und das hatte dann wohl dazu geführt, dass ein Teil der Community dann den Eindruck hatte, dass Mr. Trashback ein sogenannter Arschkriecher wäre. Mr. Trashback sagt, dass er versucht, mehrere Sichtweisen zu durchleuchten und dass es eben nicht nur den guten und den bösen YouTuber gäbe. Und er möchte allen YouTubern gegenüber fair sein. Das Ganze hat eine gewisse Vorgeschichte. Als vor 2 Jahren Dagi B, Bibis Beauty Palace, ein großes Thema gewesen sind, hatte Mr. Trashback ziemlich neutral, vielleicht sogar auch unkritisch über diese YouTuber berichtet. Und an ihm wurde damals dann von sehr vielen Zuschauern aus kritisiert, dass er zu unkritisch gewesen ist. Daraufhin hatte dann Mr. Trashback sein Format What's Up Feedback eingeführt und hatte dann sowohl in What's Up sowie auch in What's Up Feedback seine eigene Meinung hinzugefügt. Und dann hieß es von einigen, endlich sagt er mal was dazu, endlich sagt er seine Meinung. Und dann ging die Sache eine ganze Zeit so gut, bis irgendwann Mr. Trashback zu Themen seine Meinung gesagt hatte, wo ein großer Teil der Zuschauer eine andere Meinung hatten als er. Und ab dem Zeitpunkt ist die Stimmung in seiner Community gekippt, weil das teilweise so gewirkt hatte, als wäre Mr. Trashback eher auf der Seite von großen YouTubern. Also so hat es auf einige gewirkt und nicht auf alle, aber das hat gereicht. Und das hatte dann die Folge, dass manche Zuschauer dann den Eindruck hatten, dass Mr. Trashback ein sogenannter Arschkriecher wäre. Und Mr. Trashback wurde dann auch von einem Teil seiner Community dazu aufgefordert, nicht mehr seine Meinung zu sagen. Das wäre jedenfalls meine Einordnung der Dinge, warum Mr. Trashback zurzeit so sehr in der Kritik steht. Und dann kam wohl noch dazu, dass wir hier als Community immer größer wurden und es somit kein reines Nachrichtenmonopol mehr gab auf YouTube. Also ich denke, es sind ganz viele Faktoren ineinander geraten, die Mr. Trashback heute in diese Lage gebracht haben. Es waren Faktoren, die von innen kamen und es waren Faktoren, die von außen kamen. Na gut, ich würde vorschlagen, wir verfolgen das Ganze noch ein bisschen und ich bedanke mich für jegliche Form der Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Morgen, Mittag oder Abend. Bewertet ruhig das Video und bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl, euer Herr Newstime.